Union gegen Hertha, ein Derby elektrisiert die Stadt, die Medien und die Fans. Bundesliga-Absteiger gegen aufstrebenden Zweitligist. Und genau darum versuchen die Beteiligten, die Wogen, soweit es geht, im Vorfeld zu glätten, die Emotion nicht auf den Boulevard kommen zu lassen. Ich finde, dass im Vorfeld sicherlich ist es für euch wichtig, dass viel über das Derby gesprochen wird. Aber ich finde es viel, viel wichtiger, das, was wir alle am Montagabend in den 90 Minuten sehen. Keiner erwartet auch von mir jetzt irgendwie eine sensationelle neue Aussage. Es ist viel berichtet, viel geschrieben worden und ich glaube, dem gibt es auch nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Respekt auf beiden Seiten, ja, Siegesansprüche aber auch. Ich glaube, dass ich mich eher in erster Linie mit den Dingen beschäftigen sollte, wie wir die größte Chance haben, Hertha zu schlagen. Und das ist unser Ziel, das wollen wir machen. Einen großen Schritt wieder in die gute Richtung machen können, wenn wir es schaffen, um gegen Union zu gewinnen. Für beide Teams soll das Derby der Weg aus der Krise werden. Ich will nicht über die Form anderer Mannschaften sprechen, solange wir selber nicht in Form sind. Also wir haben auch noch einiges zu verbessern. Ich glaube, das haben die ersten drei Spiele gezeigt. Und wer hier in weniger guter Form ist, werden wir am Montag sehen. Ich glaube einfach, dass der Druck auf beide Seiten liegt. Union gegen Hertha, ein Spiel, das die Stadt elektrisiert. Und die beiden Teams spätestens am Montagabend auch.